Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge. Heute sind wieder Hirschkäfer dran, aber auch wieder besondere. Das hier ist Sphenognathus xerophilus. Diese Art wurde 2006 beschrieben und stammt aus Südamerika. Genauer gesagt kommen diese Exemplare hier aus Peru, aus dem Piura-Department in Huanacabamba. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Spanisch kann ich leider nicht. Im März 2017 wurden sie dort gesammelt. Und der Artname Xerophilus, der sagt schon was über die Ökologie dieser Art aus, denn diese Tiere wurden in einem sehr, sehr trockenen Areal entdeckt und gesammelt. Und auch in einer sehr hohen Höhenlage, also bei fast 3000 Metern, 2860 Meter, sind in der Erstbeschreibung dieser Art angegeben für den Sammlungsort. Dort im Januar, heißt, wir haben anscheinend eine Saison auf jeden Fall von Januar bis März. Und alle Sphenognathus-Arten kommen auf einer Höhe von, also zwischen 2000 und 3500 Metern vor in den Anden. Und ja, die sehen ganz, ganz besonders aus. Viele südamerikanische Lucanidae haben einen abgefahrenen Look und ich habe euch hier immer noch ein paar andere aus meiner Sammlung mitgebracht. Das hier sind dann noch ein paar andere Sphenognathus und auch Chiasognathus. Und da können wir jetzt mal gucken, ob wir die Unterschiede erkennen. Ja? Grundsätzlich kann man von der Körperform viel sagen. Ja, Sphenognathus sind meist relativ abgeflacht. Ja, ich zeige das mal bei diesem Sphenognathus giganteus Weibchen. Das ist das Männchen dazu. Ja, die sind relativ flach und haben unten eine sehr, sehr starke Behaarung auf der ventralen Seite. Mit dem Mongioi, Sphenognathus mongioi, sieht man das auch relativ gut. Und Chiasognathus sind deutlich gewölbter in der Körperform. Nehme ich mal hier diesen kleinen Chiasognathus impubis. Ja, da sieht man schon, dass die doch stärker gewölbt sind. Und zusätzlich ist auffällig, dass die meisten Chiasognathus, also nicht immer, aber in der Regel, relativ glatte Elytren haben, während sie bei Sphenognathus oft gerunzelt sind. Können aber ja, ähnliche Farbspektren zeigen. Also die haben alle so einen leichten metallischen Schimmer, obwohl sie doch in der Grundfarbe irgendwie braun sind. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das so relativ gut sehen. Das hier ist ein Chiasognathus grandi, somit die bekannteste Hirschkäferart aus Südamerika, würde ich mal behaupten. Das Exemplar hier war 2008 auch mal lebendig in Deutschland. Ups, wenn man hier mal dreht, da sieht man auch diese sehr, sehr eindrucksvollen Mandibeln der Männchen. Ja, die sind oft relativ asymmetrisch und stark nach oben und dann so gerade gebogen, haben unten noch diese vorstehenden Spieße basal an den Mandibeln. Und interessant eben auch diese Haarbüschel bei dieser Art an der Fühlerkeule, so kurz bevor die losgeht. Bei Chiasognathus sind die Mandibeln in der Regel etwas schmaler als bei Sphenognathus und oft auch nach unten gebogen, während sie bei Sphenognathus eher nach außen gebogen sind. Da sind sie allerdings auch nach unten gebogen, meist aber nicht ganz so stark wie bei Chiasognathus. Aber da gibt es auch starke Variabilität. Selbst innerhalb der Arten kann da viel Variabilität herrschen, sodass es nicht immer ganz einfach ist, diese Arten zu bestimmen. Die Chiasognathus impubis habe ich zum Beispiel auch über das Genital bestimmt, um sicher zu sein. Da gab es dann auch ein paar Verwechslungsarten. Dann haben wir noch Unterschiede in der Kopfform zwischen den beiden Gattungen. Und zwar sind die Köpfe bei Sphenognathus meist relativ rechteckig mit vorne an den Augen so zwei Spitzen, die nach vorne gehen. Bei den Xerophilus kann man das relativ gut sehen. Ja? Mehr oder weniger eckig mit diesen Spitzen vorne an den Augen. Und bei Chiasognathus sind die eher wie so ein klassisches Trapez geformt. Ja? Ein bisschen viereckiger. Mit einem geübten Auge erkennt man diese Unterschiede relativ gut und schnell.
wenn man Tiere vor sich hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ordentlich anschaulich erklärt bekomme hier in diesem Video, weil dafür wäre es wirklich am besten, wenn man Tiere direkt vor sich hat, oder ihr sucht mal Bilder im Internet, wo ihr die beiden Gattungen mal vergleichen könnt. Das ist eigentlich dann relativ einfach, wenn man einmal die Unterschiede richtig erkannt hat. Die Weibchen haben in beiden Gattungen oft sehr, sehr, sehr breite Mandibeln. Ja, das sieht man hier ja auch ganz gut bei diesem Sphaenognathus giganteus Weibchen. Und können auch teilweise eindrucksvolle Größen erreichen. Fast eigentlich von der Körperlänge genau wie die Männchen, nur halt eben ohne die langen Mandibeln. Ansonsten von der Körpermasse ungefähr gleich, also ein bisschen kleiner natürlich schon. Okay, kommen wir mal wieder zu den Sphaenognathus xerophilus. Diese Art wurde in die Untergattung Chiasognathinus gestellt. Ja, Sphaenognathus Chiasognathinus xerophilus heißt diese Art komplett. Allerdings konnte ich leider keinen Schlüssel finden, in dem erklärt wird, wie ich jetzt noch die Untergattungen von Sphaenognathus, unterscheiden kann. Habe ich leider nichts zu gefunden und auch jetzt so direkt keine Merkmale gefunden, über die sich die Untergattungen vielleicht auch so erschließen. Auf jeden Fall gibt es in dieser Untergattung noch zwei weitere Arten. Das wären einmal Sphaenognathus peruvianus und Sphaenognathus gahoni oder Gaujoni, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, tut mir leid. Und die sind relativ nah verwandt auch mit Xerophilus, sehen auch ziemlich ähnlich aus. Allerdings lassen die sich am besten über die Mandibeln und die Kopfform unterscheiden. Also Elytren und Beine und Pronotum sind da relativ ähnlich. Hier bei Xerophilus haben wir noch eine sehr, sehr starke Behaarung des Pronotums oberseits in der Mitte. Des Pronotums ist dann so ein bläulich-metallischer Glanz. Diese Behaarung zeigen auch die anderen Arten aus dieser Untergattung, aber eben durch die Kopf- und Mandibelform unterscheiden sie sich. Xerophilus hat die breitesten Mandibeln. Ja? Die anderen haben dafür meist längere, aber deutlich schmalere Mandibeln und die Bezahnung ist hier auch sehr anders. Wenn wir jetzt mal so zur Seite drehen, haben wir hier noch direkt an der Basis eigentlich einen Zahn. Der zeigt bei Xerophilus nach innen, bei den anderen beiden Arten aber nach oben. Okay, das ist eigentlich schon ein sehr wichtiges Merkmal, mit dem man die drei Arten auseinanderhalten kann. Alle von diesen Arten haben auch orange Tibien, ja, zumindest im mittleren und am hinteren Beinpaar. Peruvianus zum Beispiel auch vorne. Und Gaujoni relativ leicht orange auch vorne an den Tibien. Also Xerophilus hat immer schwarze Vorderbeine. Kann man auch daran relativ gut erkennen. Ich glaube, das wäre es dann auch erstmal schon, was ich zu dieser Art erzählen kann. Leider ist mir jetzt hier beim größeren Männchen beim Auspacken der Fühler hier links abgebrochen und in so kleine Einzelglieder zerfallen, dass ich den beim besten Willen nicht mehr ordentlich repariert bekomme. Deswegen werde ich diesen Fühler auch nicht mehr ankleben. Dann muss ich eben damit leben, dass dieses Exemplar jetzt hier nur einen Fühler hat. Maximalgröße der Männchen liegt hier übrigens bei 35 mm. Die Weibchen können bis 30 mm groß werden. Wir können jetzt auch mal messen, die beiden hier. Das sind beides Männchen. Mal einmal 31 mm und der hier ist etwas kleiner. Der wird, ups, das war zu weit. Der hat knapp 29 mm. Ja, okay, gut. Ich habe schon lange keine südamerikanischen Lucanidae mehr präpariert. Bin gespannt, da kommen aber dieses Jahr vielleicht noch ein paar, beziehungsweise eine, die ich schon seit letztem Jahr rumliegen habe. Wenn ich es schaffe, werde ich die auch noch in dieser Staffel präparieren. Ja, was auch noch vielleicht auffällig ist bei südamerikanischen Lucanidae, zumindest in der Unterfamilie Chiasognathinae, ist, dass fast alle Arten sehr, sehr lange Beine haben. Ja.
Es gibt übrigens auch Arten von dem Chiasognathinae in Australien. Zwei Stück sogar. Zwar sind die dann auch in der Gattung Sphenognathus, in der Untergattung Australognathus. Und ja, das ist auch ein Indiz dafür, dass Australien und Südamerika irgendwann mal zusammengehangen haben in der Erdgeschichte. Ja, also und dann durch die tektonischen Platten sich halt eben irgendwann die Kontinente so getrennt haben. Das sieht man unter anderem auch daran, dass es auch eine Art der Lampriminae in Südamerika gibt. Aus dieser Unterfamilie kennt man ja dann Lamprima und Phallocognathus, die ja im australasiatischen Raum verbreitet sind, eher Australien bis Neuguinea. Und ja, es gibt aber auch dann noch Streptocerus speciosus in Südamerika, in Chile. Ja, daran kann man auch wieder erkennen, dass die mal irgendwie zusammengehangen haben müssen, die Kontinente. Okay, gut. Ich glaube, das war jetzt erstmal wirklich alles, was ich sagen kann. Vielleicht fällt mir beim Abnadeln noch mal was ein. Wir fangen jetzt erstmal einfach an. Okay, das ging jetzt doch etwas einfacher, als ich dachte. Und gut, dann lassen wir die jetzt ein paar Tage trocknen und dann sehen wir uns beim Abnadeln. Hier ist der Fühler übrigens abgebrochen beim Auspacken, weil da nicht mit Papier gearbeitet wurde unten. Also oft ist da ja Küchen- oder Toilettenpapier unten auf der Pappe. Hier war aber Watte mit drin und da verfangen sich super schnell irgendwelche Gliedmaßen drin und brechen dann ab. Deswegen... ja, verstehe ich nicht ganz, warum manche Händler das immer noch in Watte machen, statt Papier zu nehmen, womit es weniger Probleme gibt. Naja, okay, bis zum Abnadeln. Ja, okay, wir haben die Käfer jetzt ein paar Tage trocknen lassen und sie sollten jetzt bereit zum Abnadeln sein. Und ja, dadurch, dass sie jetzt trockener geworden sind, sieht man auch jetzt die Behaarung etwas besser. Das ist nicht mehr so ganz dunkel und verklebt auf dem Pronotum. Ja, also da seht ihr, dass sie so ein richtig pelziges Pronotum haben. Auch die Färbung der Beine kommt jetzt etwas besser durch. Ja, hat man halt immer mal, dass Stellen dunkel werden, wenn die Käfer aufgeweicht werden. Aber beim Trocknen hält das Ganze dann für gewöhnlich wieder auf. Okay, wir nadeln jetzt ab. Ja, okay, ich bin mit dem Ergebnis eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hätte gedacht, das wird deutlich schwieriger, da hier ja lange Beine und Tarsen im Spiel sind und das macht das Ganze dann immer schwierig,
symmetrisch zu positionieren. Aber das hat hier ganz gut hingehauen. Schade natürlich, dass diesem Männchen jetzt der Fühler fehlt, aber hier, der ist ja noch komplett. Ich konnte noch was Interessantes herausfinden. Und zwar, der Name Xerophilus, wie ich anfangs schon mal erwähnt hatte, sagt ja auch was über die Ökologie dieser Art aus. Xerophilus bedeutet trockenheitsliebend und die Larven werden in sehr, sehr trockenem Boden gefunden. Und ausfindig gemacht werden die über Kotpellets, die sich teilweise über Jahrzehnte halten, weil es da halt echt wirklich so trocken ist. In den 90ern wurden da noch diese Pelletansammlungen auf 2800 Meter gefunden, mittlerweile erst wieder ab 3100 Meter bis 3400 Meter. Und das wird darauf zurückgeführt, dass der Klimawandel diese niedriger gelegenen Regionen aufgewärmt hat und diese Art eben auf kühle Regionen angewiesen ist und dementsprechend dann höher in die Berge gewandert ist. Hier heißt trockenes Gebiet nicht unbedingt auch heiß, also ein kühles, trockenes Gebiet, da kommen diese Arten vor. Und hier auch nicht an Totholz, die Larven werden einfach so im Boden gefunden und ernähren sich anscheinend von entweder nur dem Humus im Boden oder auch von Wurzeln von Büschen und Gräsern, die dort wachsen. Interessant ist, dass die Larven auch anscheinend sehr gesellig sind. Man kann bis zu 40 Larven im gleichen Altersstadium auf einem Fleck finden. Und wenn man dann weiter guckt, dann findet man eventuell eine andere Gruppe, die aber auch gleichen Alters ist. Also ist es wahrscheinlich, dass ein so ein Gelege gesellig zusammen als Larve lebt. Und auch wenn Puppen gefunden wurden, waren Larven, die in der Nähe waren, auch fast alle schon verpuppungsreif. Also zumindest als Larve anscheinend gesellig lebender Art. Sphaenognathus werden auch von einheimischen Bevölkerungen gegessen. Die werden dann gegrillt und die Imagines werden gegessen. Bei den Larven weiß ich es nicht. Man kann anscheinend teilweise Dutzende Tiere auf Büschen, die dort in der Steppe stehen, finden, wenn die Paarungszeit ist. Da sammeln sie sich dann eben zum Paaren auf den wenigen Büschen, die dort zu finden sind im Habitat. Und sowas würde ich natürlich gern auch mal live erleben. Allgemein eine sehr, sehr spannende Gruppe der Lucanidae, die Unterfamilie Chiasognathinae. Da weiß ich auch noch gar nicht so viel drüber und muss mich da auch noch ein bisschen einlesen und kann euch dann eventuell bald, also nächstes Jahr, noch andere Arten daraus präsentieren, wenn ich welche ergattern kann. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr vielleicht selbst auch Sphaenognathus-Arten oder Chiasognathus-Arten in der Sammlung? Lasst es mich wissen. Abonniert, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.